Im vorletzten Video habe ich euch gezeigt, wie man mit Euroboxen und dem Quidfinity-System super krasse Ordnung in seine Werkstatt bringt. Und das Tolle ist, das geht auch fürs Büro. Und darum werde ich euch heute zeigen, wie man mit Sammlerkisten von IKEA, diesen hier, und dem Quidfinity-System unfassbar Ordnung halten kann. Bleibt also unbedingt dran! Okay, also nochmal kurz zum System Quidfinity. Der Erfinder von diesem System ist Zach Friedman. Der hat dieses Boxensystem erfunden. Das sind einfach so ein Grid-System. Jedes Grid ist 42 x 42 mm breit und lang. Ich glaube, 42 hat einfach auch Spaß gewählt. Ist die Antwort auf alle Fragen im Universum. Und hat das dann Open Source gemacht und durch seine Reichweite sind sehr, sehr viele Leute auf die Community aufgesprungen und haben eigene Boxen, Halterungen und so weiter erfunden. Der Sinn des Systems ist es, Dinge einfach zugänglich zu machen, also einfach gut erreichbar zu machen. Nicht unbedingt zu lagern, aber es gibt auch Lagersysteme. Das Coole ist eben, da das Open Source ist, gibt es auf Thingiverse und auf Printables und auf MakerWorld unfassbar viele 3D-Modelle, die schon irgendwer erfunden hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Halterung gibt oder eine Box gibt, für deine Dinge, dein Problem ist relativ hoch. In meinem Beispiel zum Beispiel waren das Halterungen für Batterien. Ich bin einfach auf Thingiverse gegangen, habe eingegeben Batterie CR2032. Die kleinen Runden, die kennt ihr alle. Und ja, da gab es schon einiges. Und so habe ich für ein paar Dinge, die ich hier oben im Büro lagern möchte, super schnell und ohne etwas selbst zu gestalten oder zu konstruieren, sehr viele Dinge drucken können. Was ich genau gemacht habe, das kommt jetzt. Mein Problem ist diese Kiste hier. Die ist komplett voll mit Zeug, Batterien, irgendwelche GoPro-Zubehörteile, irgendein alter Gimbal, keine Ahnung. Tausend Dinge, die man, wenn man sie sucht, nicht findet oder man einfach ewig sucht und ja, einfach sich aufregt. Und dafür gibt es eine Lösung mit Quidfinity, die ich euch jetzt zeigen möchte. Ich habe die ganze letzte Woche Teile ausgedruckt. Und zwar all diese hier. Das müsste reichen, um dieses Chaos in der Kiste zu eliminieren. Und bevor wir sie einräumen, will ich euch mal kurz zeigen, was ich alles gedruckt habe. Generell habe ich einfach Kisten gedruckt in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Breiten, also Gridbreiten. Zum Beispiel hier sind 2x2 Grids oder hier 1x1 Grid. Das sollte reichen, um irgendwelche GoPro-Schrauben und Zubehörteile zu sortieren, für die man jetzt nicht unbedingt eine perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit braucht oder weil man auch einfach zu oft Teile wechselt. Das zweite sind diese kleinen Batteriehalter. Die sind für die CR2032 Batterien. Kann man quasi einfach dann sie reintun und lagern. Dann ganz normale kleine Kästchen für AAA Batterien. Da passen 9 Stück rein pro Grid. Und damit sollten wir auch die Batterien super einfach aufbewahren können. Ihr merkt schon, ich habe andere Farben benutzt, dass ich auch einfacher erkenne an der Farbe, was da eigentlich drin sein sollte und mir das Suchen am Ende noch einfacher fallen sollte. Genau wie für die AAA-Batterien gibt es auch für die AA-Batterien passende Kistchen. Die sind die lila in meinem Fall. Und da ich nur ungefähr 10 Batterien habe, reichen da auch 2 Stück aus. Und auch für SD-Karten gab es schon was Fertiges, in dem Fall Micro-SD-Karten. Davon haben wir hier einige im Bastelsaal rumfahren, eben für unsere Videos. Darum 2 Stück für Micro-SD-Karten mit insgesamt 12 Slots mal 2 sind 24 Slots. Und natürlich, wer Micro-SD-Karten hat, der hat auch SD-Karten. Darum das gleiche nochmal in groß und in weiß für die ganz normalen SD-Karten. Eine so eine Box schafft nur 4 SD-Karten. Und darum habe ich davon ein paar mehr gedruckt. Wobei mir gerade auffällt, theoretisch hätte der Kollege auch noch mindestens einen Slot mehr da reinkriegen können. Aber dafür hatte ich keine Arbeit damit, ich musste es nur ausdrucken. Und zu guter Letzt habe ich hier noch diese Baseplates gedruckt. Das sind quasi Bodenplatten. Damit kann ich am Ende einfacher Dinge stapeln. Zum Beispiel kann ich dann hier einfach so eine 2x1 Kiste nehmen, eine Bodenplatte drauf tun und dann da oben drauf die Kisten für die SD-Karten. Denn wahrscheinlich muss ich hier seltener ran als an die SD-Karten. So kann ich den Platz in der Sammlerkiste wirklich optimal benutzen. Und zu guter Letzt, das Spannende ist, diese Bodenplatten eignen sich auch, um die Grundplatte in der Sammlerkiste zu bilden. Das heißt, ich habe hier welche gedruckt, die sind 3x5 und insgesamt habe ich somit diese Bodenplatte konstruiert.
oder genauer gesagt heruntergeladen. Und so, mit diesem orangenen Einsatz, passt das perfekt in die IKEA-Kiste rein. Ja, das klingt alles sehr traumhaft. War jetzt genug Theorie? Ich würde sagen, lass uns mal einräumen. Übrigens, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe gerade gemerkt, dass du nicht abonniert hast. Darum bitte unbedingt jetzt abonnieren und den Daumen nach oben drücken. So, das Spannende ist, der Erfinder von dieser IKEA-Sammler-Einlassung, von diesem, wie das heißt, hat hier so Schraubenlöcher vorgesehen. Und damit kann man jetzt diese ganzen Grids zusammenschrauben, damit es am Ende auch irgendwie stabil ist. Ja, und das machen wir jetzt erstmal mal kurz. Ich habe geschaut, das sind M3-Schrauben und Muttern, die man dafür braucht. Ich glaube, wenn ich das so mache, spare ich mir einmal Schrauben. So, das klappt schon mal sehr gut. Ich habe jetzt hier schon mal die beiden Teile soweit zusammengebaut. Jetzt müssen wir sie nur noch in der Mitte verbinden. Das mache ich mit 4 Schrauben. Geil. Das hat wunderbar geklappt. Das ist super stabil. Heißt auch, wenn ihr einen Drucker habt, der nicht so ein riesiges Druckbett habt, könnt ihr euch einfach viele kleine Streifen drucken und die einfach zusammenschrauben. Perfekt, oder? So, und jetzt können wir schon mal dieses Grundgerüst hier einfach reinlegen. Und damit ist der Grundrahmen, das Grundgrid in dieser Kiste gesetzt. Jetzt können wir einräumen. Also ihr merkt schon, ganz schönes Chaos in der Kiste drin. Jetzt fangen wir erstmal an, nach und nach alles hier irgendwie zu sortieren. Okay, das müssten alle von diesen Batterien gewesen sein, den CR2032 Batterien. Dann würde ich sagen, weiter geht's mit AAA Batterien. Dann weiter geht's mit AA Batterien. Okay, nächster Stopp, SD-Karten. Ich mache einfach Micro-SD und SD-Karten parallel. Das heißt, ich brauche die weißen für die SD-Karte und die gelben für die Micro-SD-Karten. Und jetzt können wir uns mit den restlichen Kisten in den verschiedenen Größen einfach darum kümmern, die anderen Sachen irgendwie sinnvoll zu organisieren. Okay, ich habe jetzt alles eingeräumt. Das macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Jetzt können wir das Ganze direkt in die Kiste einräumen und gucken, wie sich das alles am Ende fügt. So, die Idee ist nämlich, dass man jetzt in diese Kiste erst die Sachen einräumt, die man seltener braucht. Und jetzt quasi mit diesen Zwischengrids, die ich gedruckt habe, dann einfach nochmal eine Schicht quasi erzeugen kann. Und dann hier oben drauf sozusagen die anderen kleinen Sachen zu stellen. Ja, schön. Das hat wunderbar geklappt. Ich glaube, ich muss noch oben diese kleinen Dinger zusammenschrauben, dass ich sie in einem Rutsch hochheben kann. Aber im Grunde genommen ist die Kiste jetzt fertig. Ich habe einen super Überblick über alles, was ich in dieser Kiste habe. Kann es vor allem einfach rausholen und muss nicht danach suchen. Traumhaft. Mir gefällt es sehr gut. So, das war's. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video die ein oder andere Inspiration für euch mitnehmen. Ich habe unten in der Beschreibung alle Links zu den Teilen, die ich gedruckt habe, verlinkt. Also Thingiverse, Printables und Makerworld. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Drückt den Abonnieren-Button und ja, schreibt mir eure Gedanken auf. Was sagt ihr zu Quidfinity? Wie schon gesagt, Quidfinity ist kostenlos. Heißt, ihr könnt euch diese ganzen Teile einfach downloaden, ausdrucken und auch eure Werkstatt oder euer Büro aufräumen, sortieren und praktischer machen. Ja, das war's von diesem kleinen Video. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.